Freunde, ich habe zum ersten Mal gesehen, dass hier irgendwas über König DDD steht. Wollen wir erstmal lesen, bevor wir weitermachen. Also, endlich König DDDs Abenteuer. Dieses Land wird nicht von Königin Sektonia, sondern vom König regiert werden. Der selbsternannte Großkönig von Dreamland geht auf Abenteuertour. Alles klar. Cool. Herzlich willkommen wieder zurück, liebe Freunde, beim schönen Let's Play zu Kirby's Triple Deluxe. Hier immer noch mit dem Abenteuer von König DDD. Ihr habt's gehört. Endlich sein eigenes Königreich. Er möchte jetzt Königin Sektonia vernichten und sie endlich halt ihre gerechten Strafe unterziehen. Und das werden wir vielleicht irgendwann mal machen, wenn wir sie irgendwann mal treffen werden. Du blöde Pflanze, du hast mich von unten angegriffen. Das war nicht nett. Geht man so mit seinem selbsternannten König um? Das ist nicht nett. Herr König, ich habe euch nicht gewählt. Einen König wählt man auch nicht. Er wird hineingeboren. Echt? Ist ja ein Scheißland. Ich dachte, wir leben in einer Demokratie. Eine Demokratie ist noch nicht erfunden worden. Das kann nicht, war das wirklich so in dem Film? Weiß ich gar nicht mehr. Gut, aber schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen jetzt nämlich weiter hier und wollen natürlich versuchen, so schnell wie möglich unser Land wieder einzunehmen, was Herr König DDD halt als rechtmüßiger König halt beherrscht. Ist das überhaupt jetzt hier schon der Bonusraum? Lasst mich doch in Ruhe. Autsch! Haha, nicht getroffen. Bist du blöd? Ich dachte, du wolltest mich treffen. Oh, Mann. Gut. Er soll einfach mal die Augen aufmachen, dann sieht er alles. Aber nein, das macht er natürlich nicht. Gut, hier sind wir auch durch und weiter geht's. Nein, lass mich. Ich habe etwas zu essen bekommen. Das war voll lieb. Dankeschön, lieber komische Aal oder was auch immer sein soll's. Danke fürs Essen. Oh, nochmal essen. Gut, das werde ich mir jetzt aber aufsparen. Aber jetzt kommt der nächste Gegner. Wer wird mein Gegner sein? Der unten erstmal. Und der Mega Wheelie. Der sieht auch cool aus. Aua, ich bin voll durch überfahren worden. Überfahr doch nicht deinen selbsternannten König. Mal kurz was slurfen. Ich werde dich platt machen mit meinem Hammer. Das ist der Gerechtigkeit. Aber der Gerechtigkeit. Jawoll. Tot ist er. Er ist besiegt, Freunde. Er ist tot. Autsch. Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Hier darf ich nicht überall irgendwo gegenspringen. So. Oh. Unser Lied für die Freunde. Ich hab'n Lolli. Tral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 a. La. Ich hab'n Lolli. Ich hab einen Lolli. Tral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 a. La. Wir haben ein Lolli. Wir haben einen Lolli. Tral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 a. La. Wir haben einen leckeren Lolli. Das finde ich doch super, super toll. Ja, einen Lolli und er ist vorbei, Mann. Wir wollten doch nur unseren Lolli einsetzen. Juhu, Moment mal, das klingt auch falsch. Wir wollten nur unseren Lolli einsetzen. Nee, das habt ihr jetzt nicht gehört. Das klang irgendwie sehr falsch. Gut, jetzt müsste ich eigentlich gleich da sein. Zack, getötet. Und tschüss, hier gehen wir auch rein. Ach, das Horrorauge. Wir sind jetzt schon beim Horrorhaus. Okay, alles klar. Gut, da kommen wir ganz schnell durch hier eigentlich, weil die Welt... Jetzt geht's wieder los, oh Mann. Ja, ist es gruselig, Mann, oh Mann. Ich könnte runterfallen, das will ich doch nicht. Oh Mann, bin ich denn blöd. Warum laufe ich gegen eine Wand, oh Mann, und gegen einen Stachel? Das tat weh, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ey, diese Stacheln sehe ich doch. Oh Mann, Mann, oh Mann, oh Mann. Diese Geister sind so schlimm. Ja, die sind ja so schlimm. Ich hab voll die Angst, oh Mann. Habt ihr sie denn auch? Oh Mann, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, da ist doch der Löffel. Nein, das ist kein Löffel, das ist ein Schlüssel. Ja, also wie macht ihr denn eure Türen auf? Ich mach's immer mit einem Löffel. Wow. Das war wieder mal voll gemein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Darf ich bitte was zum Heilen haben? Sonst bin ich bald tot. Ich hab Angst zu krepieren, Mann. Ich will doch noch nicht sterben. Ich bin doch noch so super jung. Oh Mann, oh Mann. Mann, lass mich auch
mal in Ruhe. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, Bonusraum. Das finde ich so super toll. Ah, was können wir hier denn kaputt machen? Ah, wir kriegen unten wieder sowas. Okay, dann machen wir erstmal das da. Das war die erste Rakete, jetzt kommt die zweite Rakete. Vorsichtig, vorsichtig, schön vorsichtig. Ja, perfekt. Und jetzt nur die hier. Und dann haben wir es geschafft. Yeah! Wieder ein toller Anhänger für meine Sammlung. Yay! Wo wir überhaupt nicht gar nichts bekommen haben. Wir haben nichts bekommen. Und Mann, jetzt geht's doch schon wieder los. Mann, ich hab doch super Angst, hier rumzulaufen, Mann, oh. Ich will nicht krepieren, Mann, oh, lass mich doch in Ruhe. Mann, oh, diese blöden Plattformen hab ich doch voll Angst. Ich hasse sie ungemein, das ist doch so gefies. Mann, das stimmt doch gar nicht voll. Ich hab doch gar keine Angst. Dann ihr seid doch bei mir. Und dieser Geist, der wird jetzt voll platt gemacht. Der wird platt gemacht. Ja, die Musik ist doch super schön. Oh ja, das ist so nice. Ich hab noch ein Leben. Ja, das finde ich doch so schön. Ich hab ein Leben bekommen. Und das finde ich also toll. Ha, ha, ha. Ich hab die Gegner gekillt und ein weiterer Geheimgang ist offen, yeah. Und ich kann saven! Und ein weiteres schwarzes Loch öffnet sich und wir kommen durch. Oh, ein Wassertypi! Ah. Wo sind wir denn? Ah, wir sind jetzt hier bei diesem komischen Schlangentempel wieder. Alles klar, ich weiß, wo wir sind. Aus dem Weg, Mann! Ja, wir haben jetzt ein bisschen bei dem Schloss, bei dem Geisterschloss haben wir jetzt abgekürzt. Ach, wieder meine Freunde, die flammenwerfenden Schlangenköpfe. Der gar nicht so ein bisschen erinnert an den Geistertempel von Ocarina of Time. Nee, da will ich jetzt nicht durch. Da ist irgendwas Geheimnis, da habe ich Angst vor. Hui! Hast du gedacht? Hast du gedacht, ich werde getroffen? Aua. Gut, ich wieder mit meiner großen Klappe, ich werde immer getroffen. Aus dem Weg, euer König will vorbei. Oh, und die will ich auch gerne haben. Haha, weggedunkt. Mann, ey, müsst ihr mich aber alle angreifen. Was ist da drin? Ah, ein weiterer Luftballon. Und die Tür zur Freiheit. Das finde ich immer schön, wenn die Tür immer zur Freiheit immer geöffnet wird. Und eine weitere Elektrostange. Ich bin der Herr der Elektrostange. Und zack, rüber gelaufen. Und das nehme ich auch mit, das nehme ich auch mit. Zack. Und ja, ein Getränk. Aua. Mein Getränk. Ihr wagt es, den König in den Weg zu stehen. Das wird euch teuer zu stehen kommen. Zack, 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 zack. Und zack. Und offen ist das Ding. Und tschüss. So, darf ich bitte mein Geschenk haben? Darf ich bitte mein Geschenk haben? Was ist in diesem Geschenk drinne? Ah, ein weiteres Leben. Und noch ein bisschen Getränke. Und noch ein bisschen was anderes hier alles. Ich fand's schön. Fandet ihr es auch schön? Ich fand's sehr toll. Achso, brauche ich gar nicht mehr. Hm, toll, ich wollte meine Elektrostange behalten. Bring mir eine Leckstange. du meinst eine Brechstange. Nein, das war ein Wortwitz. Ach Mann. Weißt du, Elektro und Lecken und so weiter? Oh, voll schön. So. Hier kann ich mich auf jeden Fall aufheilen. Ach, der Steini. Der mir damals auch sehr oft auf dem Sack. Ja, natürlich. Hat er mich wieder vollkommen. Autsch. Du wagst es, den König im Weg zu stehen. Böser, böser Dübi. Das wollte ich nicht nochmal sehen. Nächstes Mal stirbt er. Er ist tot. Achso. Und noch ein Leben. Ey, wie viele Leben wir immer bekommen. Das ist krass. Eigentlich hast du ja einen kompletten Rush, eigentlich, den du durchgehst. Aber ich hätte gerne ein bisschen mehr Leben. Also ein bisschen mehr
Was wollte ich jetzt sagen? Energie. Leben kriege ich ja genügend, aber ich wollte einfach ein bisschen mehr Sachen haben. Aber hier ist nichts. Komisches Dingsviech. Okay. Müsste eigentlich im nächsten Level müsste eigentlich der Einboss kommen. Die Riesenschlange müsste mein nächster Gegner sein. Oh, ja. Warte mal, halt. Nimm ich mit. Das Feuer nimmt Ding mich auf jeden Fall. Den schwarzen Loch nehme ich auf jeden Fall mit. Und tschüss. Und Abkürzung in eine nächste Welt. Das müsste jetzt eigentlich eine nächste Welt sein, oder? Sagen wir es mal so, ich hoffe es eigentlich. Ey, das wäre jetzt ein viel zu einfaches Leben. Ich habe noch was zu essen. Ach, das ist ja das mit den ganzen Schätzen hier. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Eigentlich bin ich wesentlich schwerer als er und trotzdem... Achso, ja. Warte mal. Ich muss ja das hier aktivieren. Zack. Rüberspringen. Und jetzt das aktivieren. Und das haben wir auch geschafft. Supi, geil, mega klasse. Lass mich mal in Ruhe. Ich muss hier durch. Ich muss hier arbeiten. Muss mein Adventure hier durchführen. So, hier was zu essen bitte drin? Nein. Ey, nirgendwo ist was zu essen drin. Manometer, ey. Ich hab auch Gelüste. Ich will auch essen. Ey, ist auch noch wieder ein bisschen... Ein paar Münzen drin, damit ich noch das nächste Leben bekommen kann. Zack. Und, bitte. Halt. Hier könnte auch noch was sein. Ja, hier war auch einer drin. Auch so ein komischer Luftballon in DDD-Form. Ich weiß nicht, warum DDD irgendwas mit Öhrchen hat. Keine Ahnung. Er trägt noch nicht mal Öhrchen. So. Zack. Boom. Das war sehr gut. Jetzt gehen wir hier rüber und machen nochmal Boom. Und nochmal ein paar Öhrchen. Und weiter. Und zack, zum nächsten Bereich. Tschüss. Auf Wiedersehen. Zack. Durch, durch. Und Boom. Auch wieder durch. Perfekt. Wir kommen gut voran. Wir haben viel geschafft auf jeden Fall schon. Das müsste eigentlich... Ja, hier kommt wieder ein Zwischengegner. Der... Danke. Mal gucken, wer es diesmal ist. Wer ist mein Gegner? Wer ist mein Gegner? Ach so, wieder... Galborus. Ich muss einfach da stehen bleiben und schon ist er tot. Mann, warst du einfach. Also, liebe Kinder, einfach mal ein bisschen näher rangehen und schon könnt ihr alle ganz einfach platt machen. So einfach geht das. Wo bin ich denn jetzt? Mann, das Abenteuer geht richtig lange. Was ich nur schade finde, ist, dass man es wirklich nicht sieht, wie weit da jetzt schon wirklich ist. Und tschüss, wieder Geheimgang entdeckt. Yay! Und da oben kann ich wieder einen Schlüssel aktivieren. Geil, ein schwarzes Loch aktivieren. Geil. Das heißt, ich komme wieder ein bisschen näher. Warte mal, halt. Ich muss mal das so machen. Warte mal, halt. Ach so, ja, warte mal, halt. Bin auch ein Idiot. So, weil ja das Gegengewicht kommt und so weiter, wird ja der Schlüssel automatisch nach oben bewegt. Der Schlüssel ist ja auch so schwer. Und wieder schwarzes Loch. Zeige mir den Weg woanders hin. So, mal gucken, wo ich jetzt bin. Ah, ich bin auf dem Weg beim Endboss. Cool. Geil. Ich habe jetzt also wieder eine ganze andere Welt wieder übersprungen. Und jetzt sind wir beim Endboss. Hier könnte jetzt die Schlange auf uns warten. Jo, das ist auf jeden Fall die Schlange. Die werden wir jetzt platt machen, Freunde. Die Schlange ist ein einfacher Gegner. Den hat Kirby damals auch ganz einfach besiegt und jetzt wird der sowieso ganz einfach platt gemacht. Hallo, ich bin's. Der Daddy mit der Riesenkeule. Hallo, Schlangi. Klappler Schlängli DX. Ich bin ganz einfach, ich laufe einfach nur hoch da. Guck mal, die ist fast down. Die erste Hälfte haben wir schon geschafft. Guck mal, wie viel Schaden die kriegt.
Nur wegen meinem Feuerangriff. Na komm her da, ich wirbel dich durch hier. Oh, jetzt hast du dich im Hintergrund versteckt. Warum, du feige Ratte? Komm her, her, Mann, ich mach dich jetzt platt. Jetzt müssen wir ausweichen. Oh, du bist doch eine feige Ratte. Jetzt komm her und lass dich in die Fresse hauen. Oh, was ist los? Bist du sauer? Da ist wohl, glaube ich, jemand sauer. Jetzt komm noch her und lass mich in die Fresse hauen. Ja, so machst du es mir auch ziemlich einfach. Oh, was wird das ein Angriff sein? Oh Mann, habe ich Angst. Oh mein Gott, bist du schrecklich. Aua, das mir erwischt. Lass mich doch mal los. Ich bin noch nicht zum Fressen da. Autsch. Das war jetzt nicht. Du bist doch fast down. Na komm her, Mann. Geht doch. Und Maxi Tomato. Yeah, damit ist der Gegner auch platt und wir haben es geschafft und wir haben noch länger gebraucht als vorher. Das war schlecht. Gut, okay. Level 5 wartet auf uns, liebe Freunde, und dann nähern wir uns bald dem Ende und wir bekommen den Roboklacker-Glücksbringer. Haben wir schon. Dann kriegen wir den Rachno-Zwack, bekannt aus Kirby's Mass Attack. Und das war's von Anhängern. Sehr schön. Das finde ich nice. Und nächste Welt! Ach, die Lava-Welt. Dort sind wir jetzt. Ja, dann werden wir, glaube ich, gleich wieder gegen diese riesen Drachen antreten müssen, oder? Es sei denn, ich finde hier irgendwo wieder einen geheimen Weg und so weiter, wo ich dann langkaufen kann. Ach, das ist ja fies jetzt. Der Typ ist ja auch voll geil, der läuft selber irgendwo gegen. Ah, danke. Schön weggekickt. Und der Clown ist auch tot. Oh ja, apropos Clown. Habt ihr eigentlich den neuen S-Film schon gesehen? Ich zum Glück noch nicht, aber ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken, weil der ist übelst krank. Der ist übelst krank. Also der erste S-Teil war schon krank gewesen, so, aber... Der ist ja, glaube ich, noch krasser als sonst. Ich glaube, man kann ihn sogar echt als Teil 2 anerkennen, weil der noch krasser ist als der erste Teil eigentlich so. Der erste Teil war auch schon übel gewesen. Oh, Leute! Ich habe eine Lolli, ich habe eine Lolli. Tral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